Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hexball. Im letzten Part gab es natürlich einige Fails von dem Admin in dem Raum, in dem wir drin waren. Ja, hoffen wir mal heute, dass es nicht so wird. Wir refreshen das Ganze nochmal. Hier haben wir schon den ersten Raum. Hexer nennt sich dieser Admin. Oh, was ist das für ein Raum? Nein, danke, wir wollen Hexball spielen, wir wollen richtig Fußball spielen. Und nicht irgendwie so ein Müll. Speed Goal Big. Speed Goal Big. So, da suchen die wahrscheinlich noch einen Mann. Einen für Blau. Und da ist auch Kuba drin, den wir letzten Part mit dem wir gespielt haben und auch gegen den wir gespielt haben. Und es steht hier 1:1. Mein Gott, geht das hier schnell. Ach du Scheiße. Heilige Mutter. Da fuck. Also das geht ja mal richtig schnell. Da muss man sich richtig konzentrieren. Oh, Blake. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Kuba und Pucky bei Rot. Blake, ich und Spell bei Blau. Spell jetzt mal nach vorne. Zack! Auf Kuba. Der hat aber leichtes Spiel, den Ball abzufangen. Und Blake ist im Ballbesitz. Schießt mal und ein was für ein wunderbarer Longshot. Von Blake. Zack, Kuba kann den Ball abklären. Blake jetzt aber leichtes Spiel für Kuba. Wenn der Ball da hinten nicht mal berühren muss, dann geht er vorbei. Oh, es laufen schon die letzten Spielsekunden. Er steht 2:2. Blake jetzt nochmal. Spell hat den Ball jetzt. Spell. Allerletzte Spielsekunde. Spell schießt und das ist 2:3. Das 2:3. In, ja, wahrlich allerletzter Sekunde. Spell kann den Ball abklären. Und ich würde sagen, das war's, das war's, das war's. Und ja, da ist es vorbei. Da ist es vorbei. 2:3 gewinnt Blau, meine Mannschaft. Oh yeah. Oh, jetzt spielen wir 4 gegen 3. Bei Blau befindet sich jetzt immer noch Spell, ich und Blake. Und natürlich auch Pucky. Bei Rot, Anti-Ficker, okay, was für ein Name. Kuba und 1, 2, 3. 1, 2, 3 jetzt im Ballbesitz. Ich kann den Ball abfangen. Aber der Schuss ist ein wenig missglückt. Der Schuss kommt und das 0:2, wie lange geht das hier eigentlich? Bis zum 8. Tor. Sehr gut. Spell, was für ein Schuss hat er gegen den Pfosten gesetzt. Schade. Das hätte der Führung gut getan, weil ein 2:0 bzw. ein 0:2 ist ja relativ unsicher und da ist das 3:0. Unsere Mannschaft geht erstmal mit 3 Toren in Führung. Und ein Eigentor von dem gerade gejointen Eden Hazard aus Frankreich. Gefährlich. Antifika kann den Ball abfangen. Aber wir natürlich auch Pucky und Blake zusammen. Ganz knapp, ganz knapp. Blake jetzt. Spell. Jetzt das Ding aber. An die Seite von dem Tor. Wir führen immer noch 4:0. Das ist gefährlich. Man sollte mal hinten bleiben. Kann den Ball noch so gerade eben raushauen. Oh, gefährlich, 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 gefährlich. Aber an den Pfosten. Bräuchte eigentlich theoretisch nicht zu befürchten, aber man will ja ungern einen Gegentreffer kassieren. Deswegen spielen wir hier ein klassisches 2-2. Pucky und Blake vorne, Spell und ich hinten versuchen das Tor irgendwie sauber zu halten. Ja, und Blake scheint ein ziemlich großer Ego-Spieler zu sein, denn
Er spielt momentan die ganze Zeit alleine. Da sieht man schon wieder, klaut er dem armen Spell den Ball. Eden Hazard ist auch gegangen. Blake ist im Ballbesitz. Uiuiui. Knapp, knapp, knapp. Ja, mit gerade mal 2 Minuten 30 gespielt und. Ganz knapp. Aber Spell kann immer noch abfangen. Und Antificker mit einem. Antificker. Mit einem, ja, schlechten Versuch, den Ball abzuwehren. Der Ball geht an die Pfosten und nochmal Pfosten, meine Güte. Blake jetzt. Oh, was macht Blake denn da? Ist der bescheuert? Also irgendwie hat Blake, ja, wurde gekickt, Gott sei Dank. Und das 1:6, yes. Wir haben gerade mal 3 Minuten gespielt, knapp 3 Minuten gespielt und wir führen hier immer noch. Ja, jetzt 2:6, aber wir führen immer noch haushoch. Pucki mit einem einfachen Tor zum 2:7. Es wird nur noch ein Treffer zum Sieg. Im Speed Goal. Er hat den Ball, aber zu langsam. Kuba kann den Ball abfangen. Pucki AFK. Kann den Ball noch vor der Linie retten. Ich schieße mal. Wunderschön, wunderbar. Und Blue is victorious. Und the connection to the host was closed. Okay. Ja. Sowas ist natürlich immer wieder super, dass hier einfach mal Admins oder Hosts einfach das Spiel verlassen, weil sie einfach mal verlieren. Hat man ja schon im vorherigen Raum, dass das, ja, wie sage ich jetzt einfach mal, das Arschgesicht uns einfach ausgewechselt hat und nur um zu gewinnen sozusagen. Naja, sowas hat man ja immer mal in, ja, im Leben, sage ich jetzt mal. Okay, damit bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Ich beende jetzt diesen Part. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschaußen.